30 Folgen. 24 Angler. Vier Gruppen. Was für ein Fight. Drei Zielfische. Ein unglaublicher Zuschauerpreis und ein Pokal. Der YouTube Predator Cup 2021 wird präsentiert von Finnwal, LMAB und hechtundbarsch.de. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 6. Folge des YPC 21 und damit zur 2. Folge der Gruppe B. In der ersten Tageshälfte konnte Dirk Ostrowski, Teamangler von Hearty Rice, an einer Flussstelle bereits 2 Barsche und 2 Zander fangen und führt damit die Tabelle an. Mark Patschowski vom Illex-Team fing zunächst nicht den gewünschten Barsch, doch er änderte dann den Plan und fing in relativ kurzer Zeit 3 Hechte, darunter 2 richtige Kanonen, die ihn aktuell auf Platz 2 liegen lassen. Simon Torenweg, niederländischer Produktentwickler bei Abu Garcia und Berkeley, konnte sein erstes Vorhaben sehr gut in die Tat umsetzen und hat bereits 3 Ü50er Zander auf dem Konto, was aktuell für Platz 3 reicht. Sein Landsmann Henry Fiss von Quantum folgt mit einem Zander und einem Barsch auf Platz 4. Sylvain Legendre von Fox Rage und Adrian Pruss für Diver haben bisher noch keinen Wertungsfisch einnetzen können. Wer fängt den ersten Fisch der 2. Tageshälfte? It's on! Backlash written on me, card robbing on a glass bowl, I've been balling. Free my ladies in the counter now, I'm already out. Already on the countdown, I'ma set it right. Got the backlash written on me, cold running from the popo, and it's on me. Don't know which way we're going now, I don't wanna know it. Yes, better sander now. Beautiful sander. A little bit bigger than the other one. So it's the third fish within 2 hours. So I'm quite happy about what's happening now. The size of the fish is not that big, but already 3 fish is not a bad start. Into the nets, there we go. It was the second zender, not a typical zender bite. Normally the zenders are, especially in the river with some currents, are bang! And now it was very slowly. He first attacked it, I think somewhere here, and lost it. And then within a second he attacked it another time, so and then I hooked it. I caught it on the cue paddler. This is at 10 centimeter with a cast jig. In 15 Gramm. Henry ist seinem ersten Spot treu geblieben und er bringt ihm den nächsten Fisch. Er holt sich durch den 55er Zander 71,5 Punkte, bleibt vorerst Vierter, pirscht sich damit aber deutlich näher an die Qualifikationsränge ran. Adrian ist gerade an seinem nächsten Angelplatz angekommen. Ah, Fehlbiss. Ah, schade. So, wir sind hier am zweiten Spot angekommen. Hier habe ich gestern ganz gut Zander gehabt. Keine großen, aber immerhin Zander. Gleich im ersten Wurf einen Fehlbiss gehabt. Ich benutze kein Angstdrilling, ich habe nur einen Einzelhaken drauf. Also den Jighaken. War vielleicht der Fehler. Aber jetzt auch weiter gar keinen Kontakt mehr gehabt. Es ist immer schön, wenn man einen Spot ankommt, gleich im ersten Wurf einen Kontakt hat. Aber nichts weiter. Ich denke, ich muss gleich mal weiter. Ich werde jetzt gleich nochmal so eine Zikade da durchziehen. Ein bisschen Rabauz machen da unten. Vielleicht reagiert darauf einer. Aber im Moment scheinen sie absolut nicht zu wollen. Oder ich einfach falsch zu angeln. Es
So just a few casts where the ferry is crossing, because the turbulences are very good, especially for perch. So we just make 5, 6, 7 casts here and we cross the channel to fish the stony point, the other side. Okay, we go. All good. So another stretch of the river was good in pre-fishing. So the plan is to make some chatterbait on, along the stones, along the points. So it brought some pike and some zander, both of good size. I really hope we can catch them again. Adrian und Sylvain wechseln fleißig die Spots, wohingegen Dirk bisher auf einer Stelle ausgeharrt hat. Doch nun macht auch er sich Gedanken über einen Platzwechsel. Ich mache jetzt hier auch die letzten Würfe mit einem kleinen Gummi und werde dann hier noch 2, 3 Würfe auf Hecht machen und dann, wenn wir wieder Richtung unserer PKWs laufen oder meines PKWs laufen, werde ich hier auf der Strecke an der Uferkante immer mal wieder so alle 10 Meter vielleicht nochmal einen Wurf machen auf Hecht. Vielleicht steht der eine da und dann hätte ich das Thema nämlich auch abgehakt. Wir schauen mal. Fisch. Größer. Ich habe hin und her überlegt, machst du diesen Einwurf noch oder nicht? Oh, gut. Ah, ja, wichtig. Wichtig, wichtig. 51er. Der letzte Wurf hat sich tatsächlich gelohnt. Dirk kann einen weiteren Zander fangen, seinen Punktestand auf 324,1 Zähler erhöhen und damit seine Führung ausbauen. Simon ist noch an seiner Zanderstelle, doch dann sieht er eine Gelegenheit für 20 wertvolle Topwater-Punkte. Ooh, there's a fish in the surface. Let's see if she takes a popper. So I'm fishing the entrance of a little lake connected to the river, and there's quite some current in the river. It's also pretty murky in the river. You can see that the water in the little lake here is a bit more clear. So there's a kind of an edge between murky and clear water. There's some murky water flowing into the lake, and I really like that. For predators, that's really a good place to be. You have to think of it like a field with a forest next to it. So there's a field in clear water where you can clearly see everything, and there's a forest with murky water where you can hide. So that's really a key spot for fish to be, and then of course also for predators to be. And as we can see, we already got a couple of bites on this little area here, so the theory works. But no more bites here. What a bite! That was a typical zander strike. It's not a big fish, but it was a very good strike. Number 4. This also has zander strike how it should be. Bang! I just changed to a different lure with a little bit more natural color because the bites that I got were very slow, and now I think I found the right combination of action and color. Keine Bisse mehr bei Simon, dafür bei seinem Landsmann Hendrik.
Der Quantum-Mann holt sich den nächsten Ü50er Zander und zieht in der Tabelle an Simon und auch an Marc vorbei. Adrian hat mittlerweile schon seinen dritten Spot abgefischt. So, dritter Spot geangelt. Gar keinen Kontakt. Am zweiten hatte ich wenigstens einen Fehlbiss. Hier jetzt nichts. Das ist ein ganz bekannter Spot. Eigentlich geht hier schon immer mal wieder was, zumindest ein kleiner Zander. Für mich heute nicht. Jetzt geht es weiter zurück auf den zweiten. Da hatte ich wenigstens einen Biss und dann muss ich mal schauen. Alle anderen in der Gruppe fangen Fisch, nur ich nicht. Schlecht, schlecht. Well, it seems that it's not the right tide, because we have no bite. Normally in such a distance we should catch some fish. So I think we are at the wrong time. So we are losing time and energy. So I suggest we move. We go to a non-tidal area, small canal, just a few casts, and then I think we will try some polder. And later today we can come back here because the tide will change, probably more current. So that's the plan for now. Leaving the tidal area because we are at the wrong time and come back later. So, jetzt muss ich ein neues Vorfach anknoten. Das ist beschädigt, das müsste ich jetzt so nicht weiter angeln, weil die Gefahr zu groß ist, dass ich eventuell einen Fisch dadurch verliere, der mir jetzt dann komplett kappt. Das ist jetzt noch relativ lang. Dann gehe ich einfach her und schneide mir das hier unten ab. Und ich habe einen ganz simplen Knoten. Jetzt tue ich erstmal den Rest hier abmachen und wichtig, immer schön mit nach Hause nehmen. Nicht liegen lassen. Jetzt brauche ich ein Feuerzeug. Dann reiche mir ein Feuerzeug. Hier ist es. Und jetzt wichtig jetzt, es geht nur mit 100% Fluorocarbon. Also mit Hartmono funktioniert das nicht, dieser Knoten. Ihr nehmt ein Feuerzeug und brennt einfach vorne das so ein bisschen an, dass so ein kleiner Pilz entsteht. Mehr ist es nicht. Dann geht ihr her, macht einen ganz normalen Überhandknoten in das Fluorocarbon. Lasst den so ein bisschen auf. Könnt ihr aber immer wieder öffnen später. Geht durch die Öse von eurem Köder durch. Geht dann durch diese Schlaufe von dem Knoten und zieht das dann einfach zu. So. Da hängt jetzt der Köder drin. Das sieht sehr spektakulär aus. Manche meinen vielleicht, das hält nicht, aber ihr könnt das immer wieder öffnen. Das ist ganz schön und könnt so Köder wechseln. Und mir ist wirklich so noch nie was passiert. Probiert's mal aus. Ja. Okay. Google sagt da lang. Bitte folgen. Nachdem Marc ein bisschen Wissenswertes für die Zuschauer vermittelt hat und anschließend zur nächsten Stelle läuft, entscheidet sich auch Dirk erstmalig, ein bisschen Strecke zu machen. Ich entferne mich mal von meiner ersten Stelle. Ich gehe jetzt mal ein paar Meter weiter und mache alle paar Meter nur mal einen Wurf auf Hecht. In der Hoffnung, dass ich ihn irgendwo finde. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ah, er ist im Netz. Wieder kein großer Fisch, aber wir haben noch vier Fische auf dem Scoreboard. So, dann wollen wir gleich mal schauen, wie groß der gut ist. Hat 61. Ab durchs Kraut, jawohl. Noch ein kleiner Tipp zum Polderangeln. Immer darauf achten, wo man sich hinkniet, weil hier liegt jede Menge Hundescheiße. Der Hechtalarm bei Marc geht weiter. Erneut kann ein Esox dem Swimbait nicht widerstehen und verhilft Marc so zu weiteren wichtigen 61 Punkten. Vier Hechte kann der Hesse nun schon vorweisen. So langsam würde es Sinn machen, eine zweite Fischart ins Visier zu nehmen. Sylvain sitzt unterdessen etwas abgekämpft im Auto zum nächsten Spot. Man, we killed ourselves walking in the bush. I'm sweating on the plant.
burnt us, so that was really difficult for nothing. So now we have a hard time. I know the others are catching good, so we are a bit in trouble. So we go to a small canal, only one spot, try to see if we can take one thunder. Auch Simon ist gleich an einer neuen Stelle angekommen. Er braucht nach drei Zandern logischerweise Hechte und Barsche. Gucken wir mal, was er hier vorhat. I already saw some fish in the surface here when we arrived. So I'm firstly doing a couple of casts with the popper again. See if we can get those top of the point. And if not, we have a beautiful deep hole here next to the stone pier. Gonna put some soft baits in there and see if there's any fish that wants to bite. Wir sind gerade aufgeklärt worden. Ich habe einen Riesenfehler gemacht und zwar bin ich jetzt gerade in Zone 1 und sollte heute Zone 3 fischen, was Friesland wäre. Riesenfehler meinerseits. Ich befinde mich heute also in der falschen Zone. Wir fragen jetzt mal in der Gruppe rum, ob es okay ist, ob ich morgen dann halt eben in einer anderen Zone fische. Heute lief alles schief. Erst der Stau, jetzt fische ich in der falschen Zone. Fehlbiss ist auch nie schön bei einem Wettkampf. Naja, wir versuchen jetzt das Beste daraus zu machen, hoffen, dass ich nicht ganz disqualifiziert werde, hier weiter fischen darf, morgen dann in der umgekehrten Zone, nämlich Zone 3, wo ich heute fischen sollte. Und dann schauen wir mal. Wer sich ein wenig an den Turniergewässern auskennt, dem ist es möglicherweise schon aufgefallen. Adrian hat tatsächlich die Zonen verwechselt und ist bereits seit 8 Uhr morgens als Geisterfahrer unterwegs. Doch die fünf Mitstreiter verhalten sich allesamt sehr kulant. Mit ihrem Einverständnis darf Adrian den Tag in Zone 1 zu Ende fischen und die andere Zone dann am Folgetag beangeln. Der Fehler bleibt für ihn ohne Folgen. Doch einen Fisch müsste er trotzdem fangen, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren. We're preparing to move on to the next spot. I make a few last casts. The water level is now at the lowest. The current has disappeared. So a good moment to move on. Because when the current is here not any longer, it's not good for the fishing. And we move on to a spot where there's probably some more current at the moment. I love street fishing. Love it. Fucking hell, look at that. It's soaked. God. I missed it. Okay, I missed the first fish of the day, but it's noon. After 4 hours of fishing, I missed it. That was a 70 something. Not huge, but enough. He just took it gently. They are not that aggressive. He won't come back. Oh shit. Oh! What the f? At least. Well, listen, we don't catch anything, so let's have fun. Let's try to run faster than the bull. That's now the target, because he's pretty strong. Need to make my lace in case I need to run. Secure everything in and go for the bull. You know what I like to do now? I'd like to shit on the grass so he can walk on my shit because I'm covered with bullshit. So I think before to leave I will do that. I will shit on his grass. Erst ewig kein Fisch, dann nasse Füße und jetzt das. Wollen wir hoffen, dass es dem Bullen reicht, Sylvain ein Tretminenfeld hinterlassen zu haben und er nicht auf komische Ideen kommt.
Wird die Reise ins Bullengehege sogar mit einem Fisch belohnt? Da liegen noch zwei. Finally, first one. Not big, but I take it. After hours and hours in the middle of nowhere, finally one small pike. Zum Glück scheinen die Hechte in Holland aggressiver zu sein als die Bullen. Und so kann Sylvain endlich seinen ersten Wertungsfisch landen, der ihm 66 Punkte einbringt. Marc ist nach vier Hechten nun auf der Suche nach einer zweiten Fischart. Wir haben den Polder verlassen, wie ihr seht. Wir sind zurück an einem Flusssystem mit der Gezeiteneinfluss. Und hier versuche ich jetzt meinen Zander und meinen Barsch zu fangen. Ich denke, dass wir hier auch bleiben werden. Nicht hier an dem Spot unbedingt lange den ganzen Tag, aber an dem Gewässerabschnitt werden wir noch ein bisschen Zeit verbringen. Ich werde so ein paar Spots abfahren, die ich habe. Und hoffe, dass da jetzt mit der Mittagshitze doch noch der eine oder andere Fisch kommt. Es war so ein bisschen ein Gamble. Die Tide war vorhin gut für zumindest zum Zanderangeln. Allerdings hatte ich ja auch so ein bisschen Hechtprobleme und deshalb habe ich mich entschieden, erstmal Hecht zu machen. Und das war ja auch eine ganz gute Entscheidung. Da drüben steht auch schon ein Angelboot. Jetzt versuchen wir mal unser Glück. Was mache ich denn? Na komm, ist Netz kleiner. Ah! Da könnte es haben. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Gebissen hat er auf der neuen Magic Z-Chat. Erzähle ich euch nachher ein bisschen was dazu. Lasst uns erstmal schnell den Fisch messen. Oh ja, da hat's mal. Der ist bei 49. Das ging fix. Quasi auf Ansage fängt Marc nach einem Spotwechsel diesen 49er Zander und setzt sich mit nun 5 Wertungsfischen und starken 367,7 Punkten an die Spitze des Teilnehmerfeldes. Dirk macht den ersten echten Stellenwechsel. Ich habe den ersten Spot jetzt verlassen, bin eigentlich recht zufrieden. Also mit 3 Zandern und 2 Barschen. Allerdings eigentlich alles gar nicht die Zielfische, die ich an diesem Spot fangen wollte. Eigentlich wollte ich den Hecht fangen. Die Hälfte habe ich rum und ich hoffe, dass ich heute noch irgendwann im Laufe des Tages diesen einen Hecht fange. Mehr muss auch gar nicht sein, dann bin ich vollkommen zufrieden. Wenn ich jetzt so die anderen betrachte, was sie gefangen haben, da ist natürlich Marc herausragend. Der ist natürlich punktemäßig ganz weit vorne. Henry und Simon, die auch ungefähr gleich auf sind, sage ich mal, vielleicht ein Fischunterschied. Die befinden sich jetzt mit mir zusammen auf einem Level. Das ist also alles noch im Rahmen. Ich muss zusehen, dass ich heute irgendwie diesen Hecht noch fangen kann. Dann bin ich auch vollkommen beruhigt und kann morgen ein bisschen entspannter in den Tag starten. Dicker Barsch, ganz dicker Barsch. Yes! Yes! Ah. Dann wollen wir mal. 41, ne? Wieder mal nicht der Zielfisch. Natürlich ein super Barsch, der sich in der Wertung richtig gut macht. Ich bin auch mega happy darüber. Aber trotzdem versuche ich jetzt weiterhin irgendwie diesen einen Hecht zu fangen. Die Barsche sind mir heute wohlgesonnen, die Hechte mögen mich heute anscheinend nicht so. Zwar ist es erneut die falsche Fischart und daher auch keine Full Card für Dirk, doch ein 41er Barsch ist natürlich trotzdem Gold wert, wenn man in diesem Turnier weiterkommen möchte.
Der Fisch bringt Dirk mit 348,9 Punkten in greifbarer Nähe zu Platz 1. Für eine volle Karte braucht er allerdings nach wie vor einen Hecht. Simon, der auf Platz 4 zurückgefallen ist, fehlt neben einem Hecht aktuell auch noch der Barsch. This is my third spot and this is a spot where we caught some nice perch during training. Just can't seem to get a bite. I'm trying quite some stuff now. I've used a crankbait, little dredger crankbait. I've used small soft baits like a sick flanker in 8 cm. Really worked very well in training. So now I'm switching to the lure that saved my ass last year, the Berkeley Pulse Spintail. Little spin jig, 9 gram. See if that works for the perch. Yeah, oh, that was a perch. Ooh, fuck. That was a good 30 plus perch. Right in front of the stones here, in full sight. He grabbed the lure and spit it out. Where are you now? Oh, come on. I needed that one. Oh, shit. We arrived at the second spot for today. Prepared my rods. I will take 4 rods to this one here to be able to see what's happening, because these spots have perch, chander and as well pike. And since I need the pike, I also bring a pike rod to be able to change quickly between different approaches. We found an area with a little bit current. It's the last few hours of the tide, so I hope to get some action here. When we walk to here, I already saw two predators hunting in the surface. So I directly will start with a topwater lure and see if I can catch one and get the 20 bonus points. Would be very nice. Okay, it's important when you fish a topwater, basically twitch it a little bit to give some slack line, because then the topwater can move right, left, right, left. And when you get a bite, there's also some slack to get it good in his mouth. So that's important. Hendry versucht sich im Topwater-Angeln. Währenddessen haben Marathonmann Sylvain und sein nicht unbedingt beneidenswerter Kameramann wieder einige Kilometer gemacht. Well, we are back at the first spot, because I still don't know why my strategy didn't pay. So I decided to start it from the beginning again. So back to the first spot, try to make the zander, and then move to the stony area near the ferry place. That was the original plan. We need to stick to that because it paid off during the pre-fishing. So maybe we had the wrong timing with the tides and everything. So I'm starting back in the same order. First this spot, try to get one or two zander, then move downstream to get bigger fish. At that stage, everything counts. I have to get it to the net. We never know. Baby zander. That's a 42 something. 42 and a half. Sylvains zweiter Fisch ist mit 42 cm ein ganz knapp maßiger Zander. 54,6 Punkte wandern auf sein Konto und er hat immerhin die zweite Spezies abgehakt. Zur gleichen Zeit beißt Adrian sich immer noch die Zähne daran aus, seinen ersten Wertungsfisch in den Kescher zu bekommen.
Jetzt hängt er, das ist ein kleiner Barsch. Kleiner Barsch, aber immerhin. Aber ich glaube, der geht nicht. Was haben wir denn mit dem Barsch für ein Maß? Den muss ich trotzdem keschern, weil... Natürlich, ey. An der Schnur rausheben ja nicht erlaubt. Oh, jetzt ist er ab. Das waren die Fehlbisse vorhin, da unten. Es gibt es nicht. Es gibt es nicht. Wenn es einmal nicht läuft, dann läuft es auch wirklich nicht. Adrian hat vom Zander- und Barschangeln die Schnauze voll und wechselt den Spot erneut. So, ich bin jetzt am nächsten Spot. Diesmal geht es ausschließlich auf Hecht, poldern. Zander hat nicht funktioniert, Barsch hat nicht funktioniert, natürlich nicht. Jetzt hoffen wir wenigstens, dass die Hechte so ein bisschen mitmachen. Hier habe ich so kleinere Polder, trübes Wasser und da vorne sind noch ein paar Bäume, ein bisschen Schatten. Ich hoffe, dass sich hier ein paar Hechte einstellen. Probieren tue ich es ja erstmal mit einem grelligen Spinnerbait, werde aber auch immer mal wieder wechseln auf einen Jerkbait oder einen großen Gummifisch. Mal sehen. Schöner Fisch, schöner Fisch. Immerhin. Hey. Aber da ist er. Oh, hab ich mich erschrocken. Nun hat es bei Adrian endlich geklappt. Und wie? Dieser erstklassige Polderhecht beißt direkt vor den Füßen und landet nach einem kurzen, harten Fight sicher im Netz. Adrian sammelt satte 87 Punkte. Ist das die Wende an diesem bisher völlig verkorksten Tag? Wenigstens erster Fisch für die Wertung heute. Schöner, der hat mir direkt vor meinen Füßen attackiert, quasi beim Rausheben genommen. Der kommt jetzt schnell wieder zurück. 87 hat er, glaube ich, 88 sowas. Ja, schwimmt weg, immer ein gutes Zeichen. Yeah. Voll erwischt. So. Können wir weitermachen und haben zumindest mal 87 cm in der Wertung. Zander kann ich morgen in Friesland fangen. Barsch habe ich da noch nicht eingefangen. Da habe ich auch meinen Barschspot gefangen. Also heute ist tatsächlich Auswärtsspiel für mich. Ich muss offen gestehen, ich bin durch den YPC, letztendlich durch die Teilnahme, zum ersten Mal in diese Region überhaupt gefahren zum Angeln. Ich kenne eigentlich nur die Zone 3 und da bin ich morgen. Also morgen Heimspiel, heute ist Auswärtsspiel und dafür bin ich schon zufrieden. So, an die Kante entlang. Ist gut. Wir fahren jetzt zu meinem letzten Spot. Bekanntes Gewässer. Auch ein bekannter Spot und da versuche ich jetzt mein Glück. Es ist ein Tidengewässer und wir haben jetzt auflaufendes Wasser, so zu 16 Uhr rum. Wir haben jetzt 14 Uhr, kurz nach 14 Uhr, zu 16 Uhr rum ungefähr ist Höchststand angesagt. Ist eigentlich immer so, gerade in den Tidengewässern, die Zeit, wo die Fische am aktivsten sind. Und darauf hoffe ich jetzt gleich. Entweder den Hecht, den versuche ich natürlich in erster Linie zu fangen und ansonsten werde ich mir noch mal die 20 Minuten oder so vielleicht gönnen und den vielleicht etwas größeren Zander fangen. Wir werden sehen. Oh, nee! Aber gebissen! Eine Brasse! Eine Brasse auf den Dengaku. Upsa. Nicht die Spezies, die wir wollen. Aber mal wieder kurz Adrenalin.
machen. Scheiße. Oh, oh. Oh, naja. Da war mein langer sehnter Barsch. War kein schlechter Fisch. Also ich denke auf jeden Fall 30 plus, vielleicht Mitte 30 so irgendwas. Ist leider ausgestiegen. Passiert manchmal, gerade wenn man so derer Coop hier angelt. Ich habe mir gerade eigentlich eine weichere Route montiert mit einer deutlich parabolischen Aktion. Die habe ich mir gerade abgerissen mit Flugkarbon und Vorfach. Und habe ich mir gedacht, komm, machst du mit der den Wurf? Schon habe ich eine Ausrede, warum ich den Fisch verloren habe. Nee, Quatsch. Passiert beim Spinjack-Angeln. Der wäre wichtig gewesen. Ich glaube, die zweite Episode mit mir ist momentan ein bisschen langweilig noch. Aber ich hatte einen Kontakt. Vielleicht kommt gleich noch einer. Oh, nee. Während Dirk im Auto sitzt, Marc und Simon versuchen Barsche zu fangen, Henry und Adrian es primär auf Hecht abgesehen haben, ist Sylvain doch tatsächlich schon wieder an der nächsten Stelle und probiert es ebenfalls wieder auf Hecht. As you can see, I'm desperated. I have almost nothing. So we came back close to the other spot on a very small polder I found by hazard. And I saw a very nice fish a little bit further. So we try this fish, give it a chance. That would be really cool. So our pike would be counting. There was a big fish like this swimming in front of the stones. And the tail looks like a zander tail. But normally you nearly see a zander because they're hiding in the deep. But it could be one. Last time I was in this location, I exactly caught a nice zander where I just saw that big fish. So hopefully it's a zander and he will bite. I will try a drop shot now to give the zander a little bit more time. This is a Q13 drop shot lure in one of my favorite colors. It's very natural color. And I give it like 60 centimeters of line to the weight, to be able to stay above of the stones. So we will see. Da, Karpfen. Siehst du? Siehst du? Schuppenkarpfen. Da kommt der Vollblutangler wieder durch. Auf Spinnerbait, das gibt's ja gar nicht. Und ein guter, schöner Fisch. Schöner Fisch. Das ist, was ich hier gesagt habe, im Polder können auch mal große Zander kommen. Schöner Fisch. Da, auf Spinnerbait und hat den komplett weggenagelt. Schöner Fisch, freue ich mich. Das ist ein 70er Zander, 70 plus Zander. Das ist ein schöner Zander. Ja, 75,5, 76. So. So, schöner. Ich muss gleich nochmal aufs Foto gucken, wie groß er wirklich war. Auf Spinnerbait, komplett weggenommen, hier im Polder. Das kann halt auch mal passieren. Schöner Fisch. Freut mich total. Jetzt beim Hechtangeln kam ein Zander. Ich habe zu meinem Kameramann Adrian schon im Auto gesagt, im Poldern können auch mal große Zander kommen. Hätte ich nie erwartet. Und jetzt hat er sich den Spinnerbait genommen. Und zwar voll. Der hatte selbst die Spinnerblätter eingeklappt, hatte der komplett drin. Also der wollte den richtig haben. Glück, weil meine Zanderstellen heute nicht funktioniert haben. Da wären mit Sicherheit auch kein 70-Plus-Fisch gekommen. Zumindest kam er gestern beim Testen nicht. Schön, jetzt habe ich beim Poldern dann doch noch meinen Zander für heute bekommen. Dadurch, dass ich ja 40 Minuten vor heute Morgen verloren habe, dann auch noch das falsche Gebiet geangelt habe und dadurch echt aus dem Rhythmus gekommen bin, freut mich das total. Jetzt bin ich irgendwie so ein bisschen wieder im Game. Freut mich. Ein bisschen wieder im Game ist nicht nur ein bisschen untertrieben. Nach dem 87er Hecht folgt dieser beeindruckende Polderzander, der mit fast 100 Zählern der punktbeste Fisch des Tages ist. Und somit hat Adrian nach einem größtenteils misslungenen Tag plötzlich echt gute Karten aufs Weiterkommen.
Ein Barsch und drei beliebige mittelgroße Fische würden ihm jetzt bereits eine ziemlich gute Gesamtwertung bringen. Natürlich müssen diese Fische auch erst gefangen werden. Aber zwei verschiedene Fischarten in diesen Größen sind im YPC verdammt viel wert. So viel steht fest. Adrien is doing well and I'm not. The places where I got nice pre-fishing, especially for some perch, they just don't deliver. And I just lost my second lure. So yeah, things are not looking that well for me now. This stretch of river just doesn't deliver any bites for me. And we need to change plan and the little time that we have left today, spend it for pike. Warum ich hier in kurzen Hosen sitze und euch jetzt von einem Adventskalender erzähle, ich gebe es zu, es ist ein bisschen absurd, aber ich wollte keine Zeit verstreichen lassen, dem YouTube-Predator-Publikum vom besten Deal des Jahres zu erzählen. Ihr findet in diesem Kalender 24 exklusive Produkte von 11 Top-Marken. Exklusiv bedeutet, hier sind keine Restbestände aus irgendwelchen Lagern zu finden, sondern eigens produzierte Produkte nur für diesen Kalender. Exklusive Farben, exklusive Zusammenstellung, also wirklich was ganz, ganz Besonderes. Darüber hinaus gibt es wieder 24 Möglichkeiten für einen Hauptgewinn. Wir haben nämlich wieder an jedem Tag ein goldenes Ticket versteckt. Ihr könnt zum Beispiel einen Angeltag mit Dustin Schöne gewinnen, ein Guiding mit Enrico Di Ventura oder einen Topwater-Kurs mit Marc Tschatschowski, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Und wer mit Exklusivität, Top-Marken und goldenen Tickets nichts anfangen kann, für den haben wir jetzt noch ein letztes schlagkräftiges Argument, nämlich den unglaublichen Preisvorteil. Wir haben hier einen Warenwert von ungefähr 175 Euro im Kalender verpackt und kaufen könnt ihr den Kalender für 99,95 plus Versand. Der Kalender ist bereits seit einer Weile vorbestellbar. Es haben auch schon sehr, sehr viele diesen Kalender vorbestellt. Daher, wer einen möchte, guckt bitte unten in die Videobeschreibung, klickt auf den Link, kann seinen vorbestellen und supportet damit natürlich auch wieder den YouTube Predator Cup. Mein letzter Spot, Großgewässer, jetzt dürfte die Tide auflaufen. Hierher hoffe ich mir jetzt einfach den einen Hecht oder aber ich fische jetzt gerade mit Gummi, weil ich da so ein bisschen die Chance habe, auch auf den Zander, wäre mir beides lieb. Also entweder der Hecht, möglichst dann in einer entsprechenden Größe oder halt ein Zander, der vielleicht größer ist als der, den ich schon habe, also der 51er, werde jetzt hier komplett durchangeln und den heutigen Tag dann auch irgendwann beenden. So we took a little time in the car again to try to find a pike this time. So we're in the city center of a small village here and there's some beautiful polder water here with some lily pads and pike in pre-fishing and we're gonna try to find them. Oh, come on. Yep, fish! Small pike on. And off. No, still on. Too small, I think. But we've got the fish in the net. Finally. Took a couple of hours to find the fish. But we did it. That feels good. Let's quickly see how long she is. Should be 45, huh? This is 47. Mit diesem kleinen Hecht beendet Simon seine Durststrecke, kann seinem Punktekonto weitere Zähler gutschreiben und außerdem die zweite Fischart abhaken. There she is, small pike, but big enough. She took this Berkeley Dex tungsten spinnerbait in a special Hechtung Barsch limited edition color that you will find. Warum wir Simon hier nicht ausreden lassen konnten?
weil der gute Mann Geheimnisse ausplaudert, die er noch gar nicht verraten durfte. Wo ihr diesen genialen Köder aus Titan bekommen könnt? Vermutlich hat der eine oder andere von euch eine Idee, doch von uns erfahrt ihr dazu heute nichts mehr. Leute, der Barsch will nicht. Wir planen es jetzt nochmal rüber zu fahren, wo wir heute Morgen waren, wo wir angefangen haben. Da hatte ich wirklich schon oft gute Barsche. Und hofft, dass die da sind und dass einer sich erbarmt zu beißen und hängen zu bleiben. Da werden wir jetzt den Tag zu Ende bringen. Wir haben eh nicht mehr viel Zeit. Es sind jetzt noch eine gute Stunde, habe ich jetzt noch zu angeln. Ich hoffe, dass ich noch einen guten Barsch kriege oder zwei. Ich würde nämlich gerne den am liebsten die zwei kleinen Hechte rausschmeißen noch, aber das ist vielleicht für morgen. Jetzt erstmal Barsch fangen und dann sehen wir weiter. Die wollen einfach nicht mehr. Ich habe echt schon lange keinen Biss mehr gehabt. Oh, ja gut. Wieder am Barsch, ich glaube es nicht. Das gibt's doch nicht. Was ist mit mir los, ey? Warum kriege ich den Hecht nicht? Das ist unglaublich! Ich weiß gerade gar nicht, ob ich mich freuen soll. Ja, der ist ja gut, aber ich brauche doch diesen blöden Hecht. Ich vermute, der hat genau die 40. Wir würden dir schon empfehlen, dich zu freuen, lieber Dirk. Denn dieser 40er bringt dir nochmal richtig Punkte. Du hast dir den ersten Platz von Marc zurückgeholt und morgen noch einen ganzen Tag Zeit, mit einem Hecht die Karte voll zu machen. Klingt das nicht super? Es ist verrückt. Ich habe tatsächlich noch nie einen Barsch vorher auf Stetterbait gefangen. Immer nur Hechte. Und heute? Heute bräuchte ich den Hecht und aber ich freue mich. Ist ja vor der Steinpackung hier, da ist ja so eine kleine Kante und davor muss er gestanden haben. Ich habe immer noch den Hecht im Kopf. Nee, der macht mich fertig. Dieser Hecht. Ich muss ja gestehen, wenn ich privat angel, jetzt nicht in so einem Tournament, ich mag keine Hechte und ich freue mich noch niemals, wenn ich einen dran habe. Und jetzt würde ich mich richtig freuen. Also jetzt wäre das Beste, was mir passieren könnte. Dazu muss ich aber auch sagen, ich bin so einer, der grundsätzlich von Hechten gebissen wird beim Hakenlösen. Last hour and still in a very bad situation. We have almost nothing, we can say it. It's a super short dunder, super short pike. So only two small fish that can't count at the end because they are too small. They can't enter into the average if you want to qualify. So we'll have to whether catch one good fish now in the last hour or do everything tomorrow. And zone three was quite my favorite. So you can see in zone one will be hard, I think. To the last location for today. We made a quick stop on our way near the sluice, trying to catch a pike there, but no action, just a quick view of everything, anything should happen, but
did it. I'm struggling a little bit with the bite because the morning was very good. And now it's a little bit more slowly, but at least we have nice weather to fish in. So I will give it a go. Wish me luck for the final hour. Oh, he's blocked. Here we are. Finally, one decent fish. Doesn't want to come that easily. That's a small zander. Not big at all, but at least better than nothing. That's hard fishing. That's a 51. Sylvain kann bei den Zandern noch einmal nachlegen und seinen Punktestand kurz vor Ende des ersten Tages auf 186,9 Punkte erhöhen. Kann noch jemand letzte Punkte sammeln, bevor der Timer das Ende von Tag 1 einläutet? Leute, es ist bald vorbei für mich, zumindest für heute. Ich habe noch 10 Minuten Zeit, allerdings wird das schwierig, jetzt noch einen zu erwischen. Come on! Do I ask too much? Come on. Nope. Can't stop on the sun, you know, it's burning. Nein. Let's go, let's go, let's go. So, jetzt muss ich was gut überleben. Ah. We can make a really nice fight about it. Whoa, that's a big one! Ne, gab keine. Keine volle Karte. Hätte natürlich, hätte mir gestanden, jetzt eine volle Karte. Den Barsch hatte ich drauf, habe ich verloren. Ich schätze mal, meine Kontrahenten haben auch ein paar Fische verloren, von daher ist halt so beim Angeln. Jetzt fahren wir zurück. Mal schauen, was ich morgen mache. Ich brauche auf jeden Fall Barsche. Ich habe nicht so wirklich gute, viele Barschspots für morgen. Ich habe ein paar, aber die sind weit auseinander und weit zu fahren. Die fahre ich morgen mal an. Und dann sehen wir uns in Episode 3. Bis dann. Alright, guys. It's already the end of day 1. Super bad for me. Incredible. So we will need to make the perfect day tomorrow to catch up. It's gonna be really difficult, I think, but I never give up, and anything is possible. It's fishing, so I will do my best tomorrow. So we see each other on the next episode. Zum Glück habe ich noch mal auf dem Nachmittag einen schönen Zander und einen schönen Hecht gefangen. Somit bräuchte ich morgen 4 Wertungsfische. 2 schöne habe ich aber auch in schönen Größen. Das wäre rein theoretisch machbar, muss ich morgen noch mal richtig Gas geben. Ich denke, ich setze auf Risiko und fische einfach mal ein Gebiet, was ich noch nie in meinem Leben geangelt habe, noch nie im Leben da gewesen bin. Hoffen wir mal, dass das besser klappt. Jetzt wird es Zeit, dass ich was zu essen kriege, denn ich habe richtig Hunger und muss erst mal den ganzen Tag verdauen. Ah. It's over. Day 1 is over. Not a really spectacular day for me. Well, it started off really good with pretty awesome zander fishing, to be honest. Those strikes on shallow water, that was insane. Not a full card yet, but tomorrow I fish in zone 1. That is more my familiar zone, let's put it like that. I fish a lot in zone 1. I live there. So I'm checking out and see you tomorrow.
So, the first day is over. I really enjoyed it. We had a pretty good start in the morning. The afternoon was very, very slow, but that's fishing. Tomorrow we go to zone 3 and let's see if we can catch a few more, and I hope bigger ones, and make it to the next round. I will do my very best. Ich bin natürlich zufrieden. Ich habe gute Fische gefangen, gute Punkte gesammelt, aber so ein kleiner Fahrerbeigeschmack ist dabei. Der Hecht, der heute eigentlich auf der Agenda stand, von morgens bis gerade zum letzten Wurf, der wollte einfach nicht kommen. Morgen wird es dann wahrscheinlich richtig, richtig spannend werden bei uns in der Gruppe B. Es wird sehr knapp und wahrscheinlich geht es wirklich bis zu den letzten Würfen, dass da noch um die Entscheidung geht. Ich hoffe mal, dass ich morgen liefern kann, dass ich die ein oder anderen Fische noch auf die Scale bringe, vorne mitmischen kann und vielleicht mit ein bisschen Glück sogar eine Runde weiterkommen kann. Ich würde mich riesig freuen, denn es macht richtig Laune hier zu fischen. Super Veranstaltung, toll organisiert von Hecht und Barsch. Und natürlich, ich muss auch Hearty Rice Europe nochmal erwähnen, die mir das Vertrauen geschenkt haben, hier teilzunehmen. Wir werden sehen, was passiert. Ich freue mich. Macht's gut. Bis morgen, euer Dirk. Das war's. Ein doch ziemlich fischreicher erster Angeltag mit 2 Ü40er Barschen, 3 Ü85er Hechten und einem 76er Zander geht zu Ende. Und für morgen ist alles komplett offen, zumal alle 6 Angler genau 2 Fischarten gefangen haben. Man kann die 4 Angler für morgen eigentlich in 2 Gruppen aufteilen, in Hechtjäger und Barschjäger, denn Zander haben alle 6 schon gefangen. Während Marc, Simon, Adrian und Sylvain unbedingt einen Barsch zum Weiterkommen brauchen, werden Dirk und Hendry alles daran setzen, einen Hecht zu fangen. Wessen Plan aufgeht, seht ihr in der 3. und 4. Folge der Gruppe B am kommenden Freitag und Sonntag. Ihr wisst, was zu tun ist. Liken, kommentieren und nächste Woche wieder einschalten. Ciao!